Moin Moin und seid ganz herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich bin's euer Di und entschuldigt, dass das Video so spät kam, doch ich habe heute mal viel Zeit fürs Training und ein bisschen zum Testen benötigt. Ich habe auch Inred hergenommen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, denn wir schauen uns in diesem Video Brocks Onyx an, beziehungsweise Roccos Onyx, hier schön zu erkennen mit dieser wunderschönen Schleife. Wer sich fragt, warum es die Schleife hat, dieses Onyx war Roccos erstes Pokémon und es war ein Geschenk von Professor Eich und deswegen hat es hier auch diese Schleife, um eben, ja, wie ein Geschenk. Roccos Onyx ist echt eine Besonderheit, würde ich mal sagen, und meiner Meinung nach eines der passiv stärksten Pokémon in diesem Spiel, doch was es genau damit auf sich hat, werden wir uns jetzt anschauen. Also, ich habe ja auch in die Kommentare, speziell, ich habe ja euch gefragt, welches Wesen soll ich nehmen, und ich bin die Kommentare jetzt mal so ein bisschen durchgegangen, habe sie ein bisschen überflogen, noch nicht geantwortet, das kommt jetzt nach diesem Video. Und zwar spielt der Kommentar von Lukas Stähle, dem mit, ich ganz ehrlich, ich muss sagen, es ist genau mein Stil. Also genauso habe ich auch gedacht, bevor ich mir die Skills angeschaut habe, und zwar, er meint minus Special Attack plus Special Defense. Physical Defense ist eh schon hoch genug, das sehen wir auch hier bei den Attributen. Aber hier, es ist auf jeden Fall höher als der Special Defense Wert. Ja, und da ist Special Defense sinnvoller, da es gegen Physical eh schon richtig tanky ist, aber auch so gegen Special Attack. Und wie gesagt, diesen Gedankengang konnte ich vollkommen nachvollziehen und das war auch genau meiner. Ich dachte mir, okay, Physical Defense ist hoch genug, ich erhöhe den Special Defense Wert. Doch wie gesagt, habe ich mir die Skills angeschaut und habe mich jetzt für dieses Wesen entschieden. Hierbei kann ich euch schon mal sagen, klar, ihr könnt natürlich auch erhöhten Special Defense Wert nehmen, ja, das bleibt euch überlassen. Doch vielleicht könnt ihr im Laufe des Videos meinen Gedankengang verstehen, wieso ich doch den Physical Defense Wert genommen habe. Und meiner Meinung nach könnt ihr auch entscheiden, ob ihr minus Physical Attack oder minus Special Attack nehmt. Das bleibt auch komplett euch überlassen, denn das hängt auch mit den Skills zusammen, die werden wir uns aber gleich anschauen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Attribute genauer an. Hier sehen wir schon mal 154, Entschuldigung, ist der Physical Defense Wert und somit relativ hoch. Die anderen Werte sind alle unter dem Mittelwert, doch naja, man müsste eigentlich diesen Mittelwert für die charakterspezifischen Pokémon ein bisschen herabsetzen, vielleicht auf 80, vielleicht auf 70. Denn seht schon hier 95 Special Defense, 91 Physical Attack, wobei das relativ brain ist. Leben mit 75 und Speed mit 77, das sind relativ niedrige Werte, doch ich sag's mal so, im Kampf merkt man davon überhaupt nichts. Das sind eben diese charakterspezifischen Pokémon. Diese sind ein bisschen besonderer und haben deswegen auch niedrige Attributswerte. Und ja, ich habe jetzt hier als erste Ability Rock Armor, damit ich einfach noch ein bisschen tanker bin, sollte der Gegner jetzt doch ein bisschen stärker sein, dass wir dann hier dieses kleine Schild haben, um ein bisschen zu kompensieren. Links habe ich, nein, hier habe ich momentan Quicklot drin. Da habe ich nämlich heute ein bisschen rumprobiert. Ursprünglich hatte ich die Leftovers drin, gerne gesehen auf einem Tank-Pokémon. Doch was mir aufgefallen ist, es ist wirklich sehr, sehr tanky und es verliert fast keine Leben. Da reicht auch Healing einfach in den Hidden Skills und deswegen habe ich es jetzt mal mit Quicklaw versucht. Wieso, werde ich dann später noch auswählen, wenn wir im Kampf sind. Jetzt schauen wir uns erstmal, bevor wir zu den Attacken gehen, hier meine Fusion Skills bzw. meine Hidden Skills an. Bisschen Geschwindigkeit, dann natürlich beide Verteidigungen, ganz klar. Hier habe ich jetzt Reflect drin. When teammates receive long distance attack, the attack receives 30% physical attack damage. Physical attack damage. Jetzt hier mal meine Frage, beziehungsweise was ich mich frage: 30% des Physical Attack Werts des Gegners oder von Roccos Onyx? Sollte von Roccos Onyx sein, dann ist es natürlich kontraproduktiv, denn der ist fast nicht vorhanden. Sollte es vom Gegner Pokémon sein, dann kann da schon Damage rumkommen. Ja, dann habe ich hier noch Healing drin, natürlich ein Guardian Spirit. Das hier ist momentan noch auf Stufe 2. Absorb braucht man nicht wirklich auf Roccos Onyx, sondern es braucht nur zum Freischalten. Und ja, das sind soweit. Und natürlich hier Force of Life, ein bisschen was für die Leben. Also komplett tanky alles. Und wie ihr auch sehen könnt, keinen erhöhten Physical Attack Wert und auch keinen erhöhten Special Attack. Und jetzt kommen wir auch zu den Skills. Wir starten erstmal mit der passiven, mit Sturdy. In Battle, whenever attacked, it increases Physical Defense and Special Defense by 3%. Also ähnlich wie die zweite Ability, die manche Pokémon haben, die ultimative Verteidigung, wie ich sie so schön nenne. Dann, wenn es angegriffen wird, erhöht sich der Physical Attack Wert und der Special Attack um 3%. Ich habe auch schon geschaut, die zweite Ability von Roccos Onyx kann diese in Anführungsstrichen ultimative Verteidigung sein. Das bedeutet, man kann dann sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell Verteidigung dazu gewinnen, sowohl Physical als auch Special. Und das macht es zum, meiner Meinung nach, allein wenn wir uns nur die Passive angeschaut haben, zum krankesten Tank. Aber jetzt schauen wir es mal weiter. Increase its speed by 3% for 10 rounds.
Each type attack can be staked 10 times. Also immer wenn es eingriffen wird, erhöht sich auch der Speedwert um 3%. Deswegen habe ich hier auch die Quick Claw drin, kombiniert mit der Ability in dem Punkt. Und ja, vor allem 3% immer wenn es angegriffen wird, das Ganze lässt sich auf 10 stacken, also plus 30%. Denn durch die Quick Claw haben wir jetzt hier 15%. Auf Monster kann sich das Ganze sogar noch weiter erhöhen. Also das ist schon mal, es ist schon mal ordentlich. Es ist wirklich ordentlich. Und hier unten seht ihr auch, je nachdem wie hoch es gespielt wird, bekommt man noch mehr Physical Defense und Special Defense hinzu. Deswegen werden wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen was investieren. Nächstes haben wir Iron Tail. Equal to 80% of its own physical defense, it deals steel type physical attack damage to enemies. Und deswegen ist hier unter anderem der physical attack wird so, der special attack wird irrelevant, denn der Angriffsschaden, den Onix macht, also Rockus Onix mit seinen Attacken, bezieht sich auf den physical defense Wert. Und deswegen habe ich auch das Wesen so gewählt, dass sich der physical defense Wert noch weiter erhöht und eben da diese 10% dran stecken, damit es auch Damage austeilen kann. Ihr seht es ja unten, 75.000, das ist eigentlich sehr, sehr wenig. Das ist wirklich wenig, gerade auf dem Power Level. Und ja, da kommt eigentlich theoretisch noch nicht genug rüber. Das Gute ist, wie gesagt, die Verteidigungswerte erhöhen sich. Wir haben leider noch nicht die zweite Ability, dadurch würde es noch schneller gehen. Doch der Verteidigungswert erhöht sich. Was bedeutet, je länger der Kampf dauert, desto mehr Damage machst du auch mit der Zeit. Das ist schon mal sehr sexy. Als nächstes haben wir Harden. Increase its own physical defense und special defense by 50% and physical defense and special defense for other allies by 25% for 4 rounds. Also physical defense und special defense Wert werden um 50% erhöht, das ist natürlich ordentlich. Und für alle deine Ally Pokémon, also deine zwei weiteren Pokémon, die du haben kannst, erhöht sich der physical und der special defense Wert um 25%. Das Ganze für 4 Runden, cooldown 3 Runden, was bedeutet, man kann hier öfter Harden einsetzen. Also man kann hier, praktisch hat man keinen Leerlauf. Und das ist sehr, sehr schön. Adds 50% Tenacity for all ally Pokémon for 4 rounds. Auf jeden Fall eine kranke Attacke. Harden ist sowas, würde ich jetzt einfach mal als Härtner übersetzen. Kennt man ja eigentlich von Safcon und man kennt das aus der Edition noch, wenn es das zu oft einsetzt, ist es asozial, wenn man es nicht mehr besiegen kann. Und ähnlich ist es hier mit Rockosonix auch. Diese Kombination aus der Ability und Harden macht es einfach so verdammt tanky und man braucht noch nicht mal wirklich noch nicht mal die zweite Ability, wodurch man noch mehr Verteidigung bekommt. Auf jeden Fall, Tanky ist, ja, S, ja, SF. Als nächstes haben wir Smokescreen. Equal to 80% of its own physical defense and, was? And deals Rock-type physical attack damage. Also, 80% der physical defense Wert werden sozusagen in dem Fall in physical attack umgewandelt und Schaden ausgeteilt. Also Rock-type, ähnlich wie bei Iron Tail, hier ist es ein bisschen. It deals, ja, hier ist es ein bisschen, ja, hier haben sie ein bisschen verkackt, alleine, and deals Rock-Type, ist ein bisschen schräg, aber okay. Also es hat hier zwei Angriffe, einmal Rock-Type, einmal Steel-Type, beide 80% des Physical-Attack-Wertes, beide ungefähr 75.000, ja, 75.000. Und als letztes haben wir noch die Ulti, Stealth Rock. Each time an enemy Pokémon attacks, the enemy will receive Rock-Type Physical-Attack Damage and equal to 50% of Onix Physical Defense, 3 Rounds. Also, jedes Mal, wenn ein Gegner-Pokémon dich angreift, bekommt es Rock-Type-Schaden, basiert auf 50% von Onix Physical Defense Wert. Das Ganze hält für 3 Runden. Also, wenn euch der Gegner eingreift, kriegt ihr nicht nur Verteidigungswerte, erhöhte Verteidigungswerte, nein, er bekommt auch Damage. Gut Deutsch, je länger der Kampf dauert, desto mehr Damage bekommen sie irgendwann mit durch die Ulti, obwohl hier unten Skill Power Zero steht. Und das finde ich sehr, sehr sexy. Meanwhile, Onix will receive damage for 2 rounds and will unleash 200% of damage receiving, was received to the target enemy Pokémon. Also auf gut Deutsch, wir bekommen Schaden für 2 Runden. Und 200% des Schadens, den wir nehmen, also 200% des Schadens wird dann auf den Gegner übertragen, wenn ich das hier richtig verstehe. Und dieser Effekt kann nicht entfernt werden. Also sehr, sehr sexy. Und was ich hier unten vergessen habe bei der Passive, im Battle, Brock's Onix will expel all its debuffs at the beginning of each move. Also immer wenn Onix, also Rockus Onix, am Zug ist, in alle Devas und Crowd Control Effekte, die auf ihn liegen, entfernt. Hier steht leider nicht für das gesamte Team. Ich habe es auch bis jetzt nur alleine getestet. Doch, ja, wir können ja mal zusammenfassen.
Wenn das angegriffen wird, erhöhen sich die Verteidigungswerte um 3%. Das Ganze kombiniert mit der zweiten Ability, dieser ultimativen Verteidigung, kann man wahrscheinlich um die 10% reinholen. Man bekommt außerdem auch noch Speed. Mit der Ulti kriegt der Gegner Damage prozentual zu deinem Verteidigungswert, der sich, je länger der Kampf dauert, erhöht. Auf gut Deutsch, im Late Game, oder wenn jetzt der Kampf, sagen wir mal, einfach mal 10 Minuten dauert, ist man extrem tanky. Man macht guten Damage. Und man kann sogar alleine dann einen Gegner fertig machen. Durch Harden erhöhen sich nochmal die Verteidigungswerte. Durch Iron Tail und Smokescreen kann man Damage austeilen, basierend auf deiner Verteidigung, die ins Unermessliche steigen kann. Und nicht mal ein Statuseffekt kann dir was anhaben. Klar, dass du vielleicht jetzt mal, was weiß ich, wenn der Gegner dran ist, dass du paralysiert bist, ist ja, das kann sein. Aber sobald du wieder dran bist, kannst du wieder angreifen. Denn hier ist keine Prozentanzeige. Hier wird immer jeder Debuff entfernt. Und vor allem Debuff bedeutet auch Attributswerte. Sprich, wenn jetzt mal deine Attribute verringert, wird diese Verringerung, dieser Debuff eben auch entfernt. Deswegen sehr sexy, extrem tanky. Ich habe jetzt hier kein Equipment. Ich wüsste gar nicht, was ich so mit den Attacken soll. Mit Ho, mit Thunder oder mit, jetzt ist mir der Name entfallen, hier mit Doyen. Wäre, denke ich, alles in Ordnung, denn Doyen wirkt sich auch gut auf. Einfach nur bei der Schaden, den man bekommt, um 25% reduziert wird. Skill Damage ist jetzt die Frage. Bedeutet das 25% mehr Physical und Special Attack oder allgemein der Schaden, den man mit seiner Attacke austeilt, um 25% erhöht? Das ist die Frage. Ich glaube eher einfach nur, ja, Skill Damage ist einfach erhöht. Ja, ihr seht auch schon, ich habe hier zwei Doyen Sets und einmal für Rayquaza, einmal für Arceus, beide verwende ich, deswegen kann ich das hier jetzt momentan nicht ausrüsten. Man könnte hier auch natürlich hergehen beim Equipment und wo haben wir es denn? Genau, Rejigas nehmen. Denn hier haben wir einmal diese Schadensreduktion. In Battle, when its HP less than 3%, receives bonus of Wildcard, defy all Control Debuff. Das bräuchten wir theoretisch nicht, denn wir können sowieso jeden Control Debuff in jeder Runde entfernen. Dann als nächstes Boost-Effekt auf Wildcard in Battle, Damage taken minus 3%, das wäre schon mal super. Also was bedeutet, wenn wir jetzt unter 30% fallen, oder waren das 30%? Ja, unter 30% unserer Leben fallen, dann bekommen wir auch noch 30% weniger Damage, was bedeutet, wir werden noch tankiger. Und als letztes hatten wir hier noch erhöhte Dodge Rate. Das hier wäre jedoch kontraproduktiv, denn Dodge Rate bedeutet, der Gegner trifft euch nicht und eure Verteidigung kann sie nicht aufbauen. Deswegen würde ich hier wirklich sagen, entweder geht in die Speed-Richtung mit Thunder Equipment Set oder arbeitet darauf hin. Oder geht auf die mehr oder weniger tanky Variante mit Ho-Oh Equipment Set. Dadurch, dass ihr euch einfach wiederbeleben könnt. Oder ihr geht auf ein Aron-Paket mit dem Hauptset. Also sowohl mehr Damage als auch mehr Tankiness. So, jetzt werden wir das Ganze testen. Ich habe rechts oben auch das Portal mitgenommen. Und jetzt werden wir einen Kampf machen. Da wird der Gegner ein bisschen leichter sein. So sehen wir die Animation und den sollten wir dann auch hoffentlich besiegen können. Schauen wir mal hier irgendwie. Ich weiß nicht, Senora könnte vielleicht ein bisschen zu tanky sein. Versuchen wir es mal. Sie hat Yveltal, Celebi und Regi Ice. Also eigentlich ein Team, das auch eine Tankiness in erster Linie hat. Sollten wir also. Ja, mal schauen. Wir sollten es theoretisch besiegen können. Also hier seht ihr schon mal, gegen wen wir effektiv sind. Celebi normal. Gegen die Welt haben wir eine Attacke und gegen Rigi Eis haben wir zwei Attacken. Dementsprechend sind wir natürlich auch gut gegen die Kyurens, aber auch gegen Flug-Pokémon. So, und ich würde jetzt einfach mal starten mit Harden. Ich werde jetzt hier die Geschwindigkeit nicht runtersetzen, denn die Animation der Attacken sind nicht ganz so cool. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wir haben den Debuff oder die Verwirrung entfernt. Hier, obwohl wir können doch auf 1 nehmen und hier bam, einfach nur kleine Steinchen werden auf den Gegner sozusagen geschmissen. Geht besser, aber ja. Ist in Ordnung. So, als nächstes die Steel Type Attack Iron Tail. Hier ganz normal mit dem Schweif von Onyx angegriffen. Wunderbar. Jetzt werden wir uns gleich auch noch die Verteidigungswerte anschauen. Ihr seht schon, wir waren wieder verwirrt. Alles weggeheilt. Das sind unsere Verteidigungswerte. Deswegen habe ich hier auch Innerit verwendet, denn davor hatten wir 100.000 Physical Defense, jetzt schon 180. Und jetzt werden wir hier einfach mal den Kampf ein bisschen laufen lassen. Setzen viel Power ein. Hier auch mal die Ulti triggern. Die Ulti, würde ich sagen, ist ein bisschen komplizierter. Klar, das ist jetzt schwer, ist es auch nicht, ne? Aber dadurch, dass da einfach viel Text stand. Deswegen ist sie am kompliziertesten. Eine Attacken sind relativ einfach durchzuführen, einfach einzusetzen. Hier einfach, ich hätte jetzt auch zum Beispiel angreifen können, ja? Doch darum geht es jetzt diesen Kampf nicht wirklich. Es geht eher für mich um was anderes. Denn jetzt, bam, na schade.
Das Gute ist, an der Ulti, dadurch, dass sie Damage bekommen, werden auch die Guardian Spirits entfernt. Doch was mir aufgefallen ist, wenn der Gegner zu tanky ist oder zu schnell ist, dann wird es schwer, wenn jetzt der Gegner Regigigas als Supporter-Pokémon hat. By the way, wir können jetzt mal nachschauen, hier sind wir schon auf 210.000. Also Physical Defense. Special Defense mit 150.000 ist auch annehmbar, deswegen könnt ihr selber entscheiden, ob ihr jetzt erhöhten Physical Defense oder Special Defense Wert nimmt. Wie gesagt, ich hatte den gleichen Gedankengang wie der liebe Luca. Einfach da der Physical Defense Wert schon so hoch ist, eher auf Special Defense in den Runen, in der Personality, aber wie gesagt, das könnt ihr selber entscheiden. Auffallend ist, oder was schwer ist, ist die Kombination aus Regigigas und, wie gesagt, schnellen Pokémon oder Tanking Pokémon, denn diese Regigigas Schilde halten leider sehr viel aus, und wenn du es nicht schaffst, ein Schild zu entfernen, das werdet ihr gleich im Kampf noch sehen, dann stacken sich ja die Schilde. Und dann wird es irgendwann schwer, diese ganzen Schilde zu entfernen, beziehungsweise dann habt ihr theoretisch die Möglichkeit, einen Gegner zu killen. Doch da müsst ihr erstmal 20 Schilde entfernen und dann dauert der Kampf natürlich auch nochmal länger. So, und jetzt können wir nochmal schauen. Jetzt sind wir schon auf 214.000. Jetzt, da die ganzen angreifenden Pokémon natürlich down sind, erhöht sich jetzt unsere Verteidigung nicht. Aber dafür haben wir eben hier Harden. Und ich werde jetzt was machen. Und gerade aufgrund dessen, dass wir eigentlich noch relativ niedrige Verteidigungswerte haben, habe ich mir hier das Portal mit eingesteckt, damit wir einfach Celebi killen könnten, theoretisch. Ihr seht es hier. Richtig nice. Und wie gesagt, aufgrund unserer Ulti, die wir vorher eingesetzt haben, wurden jetzt die Guardian Spirits entfernt. Also sehr, sehr schön. Wie gesagt, Damage, na, gewöhnungsbedürftig, weil einfach deine Verteidigung erstmal stacken muss. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, beziehungsweise dauert länger. Doch jetzt werden wir mal einen anderen Gegner aussuchen. Schauen wir mal, ob wir Love schon besiegen können. Oder ob wir da standhalten können. Weil besiegen glaube ich nicht. Daher, ich bin jetzt gespannt, ob wir da zumindest standhalten können mit Rokus. Powermäßig ist der Gegner weit überlegen. Wir müssen eigentlich nur die erste... Okay, das ist dann doch etwas zu viel Damage. 10 Millionen. Leider gewone-shottet. Schade. Dann suchen wir uns einen etwas leichteren Gegner. Oh, was haben wir hier? Schau mal, Schock. Was mit Elements? Der hat Fighting ist jetzt auch nicht ganz so geil. Godric. Godric müsste Kyurens haben, jawohl. Und hier werden wir jetzt einfach reingehen. Das ist eben auch die Schwierigkeit von Rokus Onyx. Am Anfang sind natürlich seine Werte noch am niedrigsten, seine Verteidigungswerte. Und deswegen ist es auch, ja, deswegen muss man einfach nur die ersten paar Angriffe heil überstehen. Und hier können wir das Ganze ganz gut machen, was ich interessant finde. Obwohl wir mehr Rock Armor. Ja, genau. Deswegen hier Rock Armor sehr, sehr schön. Somit haben wir noch, sind wir gleich nochmal am Anfang ein bisschen tankiger, können diese fehlende Tankiness am Anfang ein bisschen kompensieren. Und ja, dann kann eigentlich angefangen werden, hier die Verteidigung aufzubauen. Was eben jetzt ein Problem ist, Zephyr ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Was ein Problem ist, seine Pokémon sind schnell. Und somit kann er natürlich hier mit Regigigas, ihr seht das hier, die Rock Armor, die sich langsam auf White Current stackt, wie hier, die hier schon übereinander lappt. Das wird ein Problem. Unser Speedwert erhöht sich natürlich auch, das ist schon mal ganz gut. Unsere Debuffs werden entfernt. Wir können jetzt auch hier mit die Ulti einsetzen, wenn wir das möchten. Hier nochmal ein bisschen Verteidigung hin. Also Tankiness haben wir auf jeden Fall. Er kann uns ab jetzt nicht mehr besiegen. Das ist ein Ding der Möglichkeit. Powermäßig würden wir jetzt die Power von Onyx überschlagen. Wären wir so bei 6,5 ungefähr. Vielleicht ein bisschen drüber, drunter. Also powermäßig sind wir unter ihm. Doch ja. Er kann uns schon nicht mehr besiegen. Und das nach 3-4 Mal angreifen mit Onyx. Der Nachteil ist, es wird für uns auch schwer zu besiegen. Ein Air-Stack, weil zum Beispiel Waldkyurin ist schon komplett außerhalb unserer Reichweite. Blackkyurin könnten wir theoretisch besiegen, doch hier darf man nicht vergessen, das hat ein hohes Equipment-Set. Deswegen werde ich den Kampf auch nicht bis zum Ende führen. Denn ja, es ist einfach... Der Kampf ist einfach over. Wir können nichts mehr machen, aber er kann uns auch nicht machen. Deswegen gerade sowas wie dem... jetzt bei den Gyms. Wenn ihr hier Rokus Onyx reinnimmt zum Verteidigen, dann könnt ihr sehr lange in dem Gym bleiben. Sehr schönes Pokémon, wie gesagt. Vorteil auf jeden Fall die Tankiness. Das tankigste Pokémon, würde ich jetzt fast schon sagen.
Nachteil ist eben der fehlende Damage. Das könnte man jedoch, wenn man einfach genug Speed hat, damit auskompensieren. Deswegen Thunder Equipment Set finde ich sehr verlockend und auch als Held-Item die Quicklaw. Doch ja, ist natürlich auch so ein bisschen persönliche Vorliebe. Ich finde es interessant, dass es selber angreift. Aber ja, bisschen Damage kommt jetzt zumindest schon mal runter. Aber ja, ich würde auch sagen, ich beende jetzt das Video. 20 Minuten ausführlicher geht das Video nicht, damit ihr einfach alle Facetten von Rockos Onyx hier mitbekommt. Und so könnt ihr natürlich auch selbst entscheiden, wie lange ihr das Video schaut, wo ihr einschaltet, was ihr sehen wollt. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Bis dann.